Herzlich willkommen zu meiner Serie Nordische Runenmagie. Tivas, die Rune des Sieges. Die Form von Tivas spricht schon für sich selbst. Sie sieht aus wie eine Speerspitze und wurde auch schon früher von den Nordmännern in ihre Waffen geschnitzt. Sie stärkt den Mut, unterstützt Erfolge und bietet Schutz vor Auseinandersetzungen. Weiterhin steht sie als Sinnbild für Krieg, Gerechtigkeit und Selbstaufopferung, besonders für seine Sippe. Wie dir nach dieser Beschreibung klar sein dürfte, solltest du, wenn sich dir diese Rune zeigt, im Beruf deine Zähne zeigen. Ohne Auseinandersetzungen wirst du dein Ziel kaum erreichen. Ziehen sich Menschen von dir zurück? Darüber solltest du nachdenken, wenn sich Tivas zeigt. Sei nicht undankbar, wenn du dich als Märtyrer in deiner Selbstaufopferung für andere aufgegeben hast. Du kannst mit Zwang, den du damit anderen auferlegst, nicht erreichen, dass du die Wertschätzung erhältst, die du beanspruchst. Bedenke, dass Menschen unterschiedliche Ziele verfolgen und es nicht deine Ziele sein müssen. Bringe dich auch gesundheitlich nicht in unnötige Gefahren. Du musst nicht als Erster aus dem Giftbecher trinken. Denke dabei auch bitte an deine Familie. Du wirst geliebt. In Sachen Liebe ist es wichtig, dass du auf deine Bedürfnisse achtest. Du kannst nur so lange geben, wie es dir gut tut. Verliere dich also nicht aus den Augen. Du kannst nur so lange geben, wie es dir selber gut tut. Weibliche Intuition, verborgene Geheimnisse, Empfangen und Gebären. Für all diese wertvollen Attribute steht die Rune Berkanu, die Rune der Weiblichkeit. Schon der doppelte Zahlenwert dieser Rune, nämlich 18, zeigt, wie hoch die Frauen bei den Germanen angesehen waren. Siehe im Vergleich dazu auch mein 5. Video zu dieser Serie. Die 18 als doppelte 9 birgt also mehr als die Rune Hagalas in sich. Und Hagalas wird schon als Rune der Runen bezeichnet. Berkanu zeigt an, dass die Magie, Frieden sowie die Erde in den Händen der Frauen lagen. Wissen und ebenso alle Vermögenswerte wurden von den Müttern an ihre Töchter weitergegeben. Als Gedankenbrücke zu dieser Rune kippe sie um 90 Grad nach links. Ihre Form lässt auf weibliche Brüste schließen. Im Beruf zeigt dir Berkanu an, dass du mit den wenigen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, sehr viel erreichen kannst. So wie ein einzelner Same vielfache Frucht bringt. Hegst du einen Kinderwunsch, wird Berkanu dich dabei sehr unterstützen. Hegst du keine, solltest du unbedingt für geeigneten Schutz sorgen. In der Liebe geht es um den mütterlichen Aspekt, der dafür sorgt, dass alles, was lebt, beschützt, nährt und sehr gut versorgt wird. Evas, die Rune des Vertrauens. Sie sieht aus wie ein M und symbolisiert Teamwork, Reisen zwischen den Welten und auch schamanische Reisen. Dazu noch zu dem Erhalt von Weisheiten. Evas stellt zwei Pferde dar, die sich anschauen. Neben der Partnerschaft, die die Germanen mit ihren Pferden pflegten, steht diese Rune auch für zwei Pferde, die Sonne und Mani, dem Mond, über den Horizont ziehen und dem achtbeinigen Sleipnir, das Odin auf seinen Reisen durch die neuen Welten von Yggdrasil reitet. Im Beruf zeigt dir Elas an, dass du mit deinen Kollegen im Team arbeiten solltest. Sei offen für ihre Vorschläge und beherzige sie. Gesundheitlich geht es dir ganz prima. Du hast die sprichwörtliche Pferdenatur. Um in der Liebe wieder Harmonie einkehren zu lassen, offenbare dich deinem Partner.
Lasse ihn an deinen Gedanken und Gefühlen teilhaben. So weiß er, wie du dich fühlst und er kann optimal auf dich eingehen. Manas, die Rune der Menschlichkeit. Dir kommt diese Rune schon bekannt vor? Sicherlich hast du erkannt, dass sie aussieht wie zweimal die Rune Wunyu, nur eine spiegelverkehrt. Manas symbolisiert die ersten Menschen, Ask und Embla, zwei Menschen, die sich anschauen. Sie steht für die Verbindung zweier Menschen und die Verbindung der Götter mit den Menschen. Ihre Runenzahl 20 deutet auf die 20 Finger hin, die sich bei der Vermählung gereicht werden. Manas steht auch für den Bifröst, der von Heimdall bewacht wird. Heimdall dient ebenfalls als Mittler zwischen Menschen und Göttern und auch als Mittler zwischen den einzelnen Göttern. In beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht solltest du, wenn diese Rune erscheint, ganz auf deine Intuition hören. Dein Körper rät dir ganz genau, was jetzt wichtig für dich ist. Um die innige Liebe zweier Menschen neu zu entfachen, ist etwas Abstand zwischeneinander manchmal notwendig. Sei nicht enttäuscht, wenn dein Partner sich dann und wann etwas zurückzieht. Trefft ihr danach wieder aufeinander, wird sich das gesamte Potenzial eurer Beziehung wieder frei entfalten. Meine Beiträge gefallen dir und du bist mir wohlgesonnen? Dann teile gerne meine Videos mit deinen Herzensmenschen. Auch deine Gedanken zu meinen Beiträgen interessieren mich und deine Zeilen dazu bedeuten mir sehr viel. Hab vielen Dank dafür. Deine Annie.